Die Hechtsaison geht los und gerade wenn die Räuber im Flachen stehen, gibt es einen richtig coolen Jig-Kopf für diese Angelei und zwar den Punch Wicked. Das Besondere an dem Punch Wicked ist einfach, dass das Blei nicht wie bei anderen Jig-Köpfen vorne sitzt oder oben, sondern quasi unterhalb von dem Gummifisch. Und dadurch läuft er extrem ruhig und gleichmäßig im Wasser, wie man das Ganze montiert. Das zeige ich euch jetzt. Die Montage ist super simpel. Ihr holt euch erstmal natürlich so ein Rickett raus. Dann habt ihr hier einen Sprengring. Den zieht ihr erstmal runter. Der kommt später zum Einsatz. Dann nehmt ihr euch den Köder, den ihr gerne fischen möchtet. Ihr schaut einfach, wo ihr die Öse gerne haben möchtet. Entweder man macht sich dann eine Markierung an der Stelle oder man merkt sich den Bereich. Also beim Gobbyshad ist es in dem Fall im Prinzip zwischen den Augen. Dann dreht man das Ganze um. Hier sieht man noch, wo diese Mittellinie quasi lang geht. Und dann setzt man ihn an und drückt ihn einfach nur durch. Da guckt er schon raus. Und jetzt kann man entweder direkt da den Einhänger ranmachen oder halt man nutzt den Sprengring. Hierfür würde ich immer eine Zange empfehlen. Es geht mit dem Fingernagel, aber der bricht halt auch schon mal. Und mit einer Sprengringzange wie diese hier geht es auf alle Fälle deutlich einfacher. Mal kurz ansetzen, aufdrehen. Theoretisch ist der Punch Rickhead jetzt komplett startklar. Natürlich fehlt jetzt noch der passende Haken dazu. Entweder ihr baut die Stinger selber oder ihr nehmt fertige Stinger, wie zum Beispiel diesen mit dem T-Treble. Der hat extra Spikes dran und vor allen Dingen steht der besonders ab. Das zeige ich euch auch noch schnell. Was mir an diesen Stingern besonders gefällt, ist, wie schon bereits beschrieben, dieser Drilling. Erstmal stehen die Flunken anders ab wie bei herkömmlichen Drilling und man hat hier oben noch diese Dochte, die man in den Gummifisch reindrücken kann. Dadurch halten die besonders gut. Und davon ab ist hier zusätzlich auch noch mal ein Spike drauf, womit man sein Stahlverfach komplett eigentlich verschwinden lassen kann im Gummifisch. Wie man das montiert, mache ich mal direkt für euch. Wieder die Sprengringzange. Hier unten ist halt diese Öse. Und dann einfach aufdrehen. So, jetzt hängt der Spaß erstmal. So, aber dann kann ich diesen Spike hier reinmachen. Und dann den Drilling einfach direkt so rein und dadurch schmiegt sich dann der Stinger richtig schön an den Gummifisch an, ist nicht mehr ganz so auffällig und diese T-Spike Drillinge stehen halt richtig schön ab. Genug der Theorie, jetzt wollen wir den Gobbyshad auch mal durchs Wasser ziehen. Die Montage ist ganz einfach wie bei einem normalen Gummifisch. Wie gesagt, der Sprengring ist ja hier oben drauf, einfach in den Einhänger. Das verschwindet auch richtig schön. Die Führung für Shads mit dem Punch Rickhead ist eigentlich wie bei einem normalen Gummifisch. Ihr könnt ihn einfach leiern. Das mache ich vor allen Dingen im flachen Wasser oder halt im Freiwasser sehr gerne. Und damit man in diesen Bereichen auch ordentlich fischen kann, gibt es ihn natürlich auch in verschiedenen Gewichten. Die leichteste Version ist 5 Gramm und das höchste Gewicht hat der 30 Gramm Punch Rickhead. Mit diesen Gewichten seid ihr eigentlich breit aufgestellt und könnt in den üblichen Tiefen, die man beim Werfen braucht, optimal fischen.